Dunkle Grüße von harten metallischen Klängen direkt über in die sanfte Welt von Harvestella. Ja, hallo Shadow, hallo Lilu. Dark greetings to you and yet the darkness is arising now. Kurin, dunkle Grüße und hallo, hallo, hallo. Fake Arnoldo. Der Herr der Hallen fix erscheint. Lasst fließen Wasser und wahrhaftigen Wein, der Sefi uns nun unterhalten muss. Auch wenn er weint, halt durch bis zum Schluss, Kipo. Leider verkackt das Text-to-Speech-Ding ständig das Metrum, ne? Es ist ganz ärgerlich, sonst wäre der Witz, der Reim geiler gekommen, aber nehme ich mal so hin und dunkle Grüße, lieber Fake-Lauch, Arnoldo. Ab dafür, Harvestella. Ich überlege gerade, wir haben beim letzten Mal beim Aufhören ein paar Experimente mit dem Geld gemacht. Ne? Kann man ja machen, nicht echt nie. Man speichert, man lädt neu, alles kein Problem. Und ich hatte mittendrin aufgehört, weil ich glaube, die Zeit war einfach reif. Und wir haben jetzt gerade mal 1 Uhr nachmittags, fast 2 Uhr nachmittags. Ich glaube, wir können mal in den Dungeon gehen und so storymäßig weitergehen. War hier immer schon 2 Dinger frei? Müsste ich vielleicht mal bebauen bei Gelegenheit. Egal. Ab ins Schloss Louis. Bye bye. Tschüssi. Bye bye. Hat schon was Creepiges, wenn man das so sagt, wie ich gerade. Naja. Transportmittel wechseln. Wo lande ich jetzt? Hier lande ich jetzt. Cool. Vielleicht wäre mit dem Tier besser schneller dran gewesen, aber ist egal. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ich dachte, ich kann direkt landen, aber es war nicht der Fall. Mist. Voll Kawaii. Kawaii des... Ey, wenn ich gleich haue, dann hört ihr echt nur noch so klatschen, Junge. Ich kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde dein Rückgrat aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Nukachi, dunkle Grüße, du alter Elite-Kind-Typ. Bei Angriffen, ja, stimmt, hast recht. Stimmt, habe ich gerade vor der Aufnahme selbst schon gesehen, jetzt soll ich das vergessen, super. Stimmt, ich kann noch 1 oder 2 Punkte verteilen. Wahrscheinlich nur 1, ne. Ah ja, siehst du, geht doch nicht, weil Bracca noch nicht weitermachen wollte mit uns, leider. Bronzezeige schneller, oh. Sag mal, ich will. So, macht nicht. So, wollte mich. Oh. Rechts? Hoch, jetzt hoch, okay. Jetzt rechts. Nehmen wir doch das oder was? Ja, hier. Ach so, es ist der. Egal, komm. Erweitern. Schad ja nicht. Besserer Skill von dem vorigen Skill. Alles. Ja. Also, dieses Steuern hier durch ist da eh richtig eklig. Aber es ist ein Zusatzeffekt, steht hier. Ich hatte das Gefühl, es ist immer der Haupteffekt, dass ich meine Crit-Chance erhöhe. Ich hatte dann den Angriff mitgemacht, oder? Naja, aber umso besser. Warte. Links haben wir schon, ne? Jawohl. Also noch der eine Durchgang dann. Dann haben wir das auch theoretisch geschafft. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da unten links. Rechts reinkomme. Naja. Aus dem Hals, junge Elite-Kind. Mann, Alter. Aus dem Hals in das Genick abhängen wie am güldenen Strick. Ach, Fake Arnold. Du hast jetzt schon einen guten Tag, ne? Geht gerade los. Mensch. Toll. Da können wir uns ja was gefasst machen hier heute. Wie geht's euch allen so? Habt ihr einen schönen Arbeitstag gehabt? Oder, nee, pass mal auf. Habt ihr generell einen schönen Tag gehabt? Ich weiß schon, Arbeitstag, das ist so ein rares Ding. Das gibt's eher nicht. Soll's geben, aber gibt's eigentlich eher nicht. Ja. The cake is a lie, you know, Bracca. Morgen Gym, alles gegen die Lauchhaftigkeit. Bei mir das Gleiche. Bei mir genauso. Weiß der, morgens geht's Wochen, warum muss ich früh raus? Und ein bisschen Vorübung machen hier. Ging so, war am Werken. Wie werken? Was hast du denn gewerkelt, Nukachi? Oh, haha. Genius. Hab dich dran gedacht. Ups. Ah, fuck. Da muss ich hin. Okay. Das war knappig. Hallo, ihr guten Omen hier. Nehmt das. Ja. Ich würde gerne beenden. Beginnen müssen wir gar nicht erst. Einfach tot machen. Oh, meine Arme leben jetzt schon kaputt. Was ist hier los? Lange gespielt, so ein paar Tage. Und schon ist er wieder völlig raus, war.
Hey, Golderz. Und philosophieren tun wir heute auch auf allen Vieren. Okay, der war nicht so gut, ich weiß, aber... Fake Arnold made me do it. I swear. Oh. Der scheint unbeweglich zu sein. Das gefällt mir schon mal ganz... Kommt der hin? Nein. Hüpf. Das war knapp, glaube ich. Hüpf. Und da sind wir auch schon. Das war vergleichsweise beschwerdefrei. Ich bin begeistert. Die Mucke ist so geil. Oh, alles entsperrt und bestimmt unten rechts immer noch. Ja, natürlich, immer noch rot. Ich weiß nicht, wie ich das entsperre da. Das Rätsel hatte ich ja schon gelöst. Um da auch hinzukommen. Na, Zusatzräumchen? Welch ein Träumchen? Auch noch so ein Vieh. So ein Vieh plus das drumherum? Was ist gerade hier eine Truhe? Ja, natürlich ist eine Truhe hinten. Ja, komm, was soll's. Haut drauf auf den Typen. Dann kommen noch ein paar Leute dazu gleich. Weil Sicherheitssystem und so weiter ist kein Problem. Kriegen wir alles hin. Ich bin ja highly capable, haben wir gehört. Wissen wir alle. Gar kein Problemchen. Trotzdem, man kann es essen. Hallo, geht doch. Kann ja nicht schaden. Ein, zwei Life Points mehr. Sollen sich ja ganz gut vertragen in so einem Spiel. Hab ich mir sagen lassen. Ja, ja. Komisches Level 38 Kuyata-artiges Vieh. Pyroflüssigkeit. Ach, der gibt ja genau. War ja was. Und Anleitung für eine Donnerkugel. Ich bin Thor! God of Thunder! Ja. So spricht Thor. Übrigens. Ja, also, dann ist hier auch alles soweit geklärt. Ich komme in der Mitte weiter. Alles coolio. Ich nichts gewerkelt, was? Ist doch fake. Ach so, du kannst nicht werkeln, ne? Bist so vom Typ... Ja, vom Typ so, ne? Ja, verstehe ich. Nee, verschlafen, alles dadurch durcheinander geraten. Oh. Vor allem dadurch. Ja, ich sehe schon. Dadurch durcheinander geraten. Kugeln scheint ein bisschen neben der Spur zu sein. Oha. Das ist ja kritisch. Unter Umständen. Achso, Fake Arnold, was? Ich verrutsche schon niemals im Chat. Sowas gibt's doch gar nicht bei mir. Das ist mir auch nicht passiert bisher, nein. Mm-mm. Tatsache, ging so. Ach, okay, dann war Arbeit war schwierig bei Nokachi, weil er nicht arbeiten kann. Und Fake Arnold war am Werk mit seinem Moped, was immer noch nicht geht, richtig? Also, und so. Unten links, was? Hast du bei Harvestella schon unten links gesessen? Was? Kurit, was? Schon unten da unten links gesessen. Kurin. Ach so, das meinst du. Nein. Tatsächlich. Verdammt, das ist die falsche, du hast recht. Ich weiß zumindest, was du meinst jetzt, aber... so ist besser. Oh. Danke für den Hinweis. Auch wenn er... kryptisch verschlüsselt war, aber ich bin ja ein Genius und hab's deswegen einigermaßen gut hinbekommen. Gelobt sei ich. Ich will hier durch. Was mache ich hier bloß? Ich meine, theoretisch könnte man das wieder auf die Dinger eben gerade im Vorraum ummünzen. Nur dann habe ich ja zuerst... Wenn ich mit Erde anfange, was ist denn nur Erde? Also Erde, Eis, Himmel, Wasser... Ich bin ja auch irgendwie hin, oder? Erde hier? Am ehesten noch wegen Wurzeln? Nö. Und das vielleicht noch? Aber ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Wie gesagt, das war ja eigentlich das andere Rätsel, um hier da reinzukommen. Aber hier ist immer noch Ausrufezeichen, also es mag schon hinkommen, aber. Muss ich da vorne lang vielleicht? Nee, auch nicht, oder? Ja, ein bisschen ist gut, Kurin. Ein bisschen mehr vielleicht. Es könnte auch Erde sein, weil da Pflanzen rauswachsen, aber das ist ja eigentlich eher... Ja, ne? Aber das ist Wasser, das da drüben ist Eis. Das ist eindeutig. Das kann es natürlich nicht sein. Also keine Planung, was das nun will von mir, das Spiel. Mir XP schenken, schätze ich mal. Wobei, mit 31 Leveln wird das wahrscheinlich nichts. Habe ich was übersehen. Ich meine, das ist ja für hier eigentlich. Ne?
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bam. Einfach. Das ist die gleiche Tafel, nur ein Raum weiter. Aber hier im Raum selbst ist halt nichts. Um was zu machen. Oder sehe ich hier irgendwas in diesem gleichmäßigen Raum? Ohne Möglichkeit, was anzutippen. Oder ich muss der Reihe nach die Alarme aktivieren, die Gegner töten. Kann natürlich auch sein, weil es setzt ja die vier Dämonen nisten sich ein. Es ist ja nicht ein Dämon pro aktivierten Alarm, aber es ist ein Gegner, der kommt. Das ist einfach metaphorisch gemeint, weißt du? Ja, ich versuche mich in den nächsten zwei Stunden diesmal ein bisschen zusammenzureißen. Ja, mach das ruhig. Nur dann nochmal Erde, Eis, Himmel, Berg. Erde, Eis. Aber ich habe keinen Himmel und keinen Berg. Also, es kommt auch gar nicht hin eigentlich. Ich habe hier nichts Himmel. Habe ich nicht. Ja. Warte, was? Sommer? Vielleicht doch so richtig. Tatsache. Sommer zuerst, okay. Jetzt kam Wind und dann kam das andere, ne? Also erst das hier. Ah! Mist. Offenbar doch nicht. Heilung bitte, danke. Aber es hat wohl doch damit zu tun dann. Ist ja ulkig. Nicht was jetzt. Da bin ich wohl doch kein Genius. Ich ziehe den Einwand zurück. Fürchte ich. Schweren Herzens. Warte, was? Mit Sommer hatte ich angefangen. Also ich meine. Erst Sommer. Dann Eis. Dann hier. Mal schauen, ob das nun war. Tatsache. Also Eis ist klar. Erde und Sommer. Nee, Sommer war da. Weiß ich nicht. Weder optisch noch vom rein Sommergefühl her hätte ich gesagt, das wäre das. Bin irritiert, warum das jetzt Sommer war. Himmel durchwandern, was habe ich dann als nächstes nach Eis hatte ich Herbst gehabt. Gut, Herbst, Wind, das ergibt irgendwie Sinn. Aber im Bergbach schlummernd war dann das andere oben. Ja gut, ja. Selbst wo ich weiß, was ist, ist irgendwie nicht plausibel für mich. Oh, guck mal. Bop, 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 bop. Danke. Aber hey, jetzt habe ich eine neue Anleitung bekommen, offensichtlich. Sehr gut. Mehr Anleitungen für mich heißt Dinge, die ich eh nicht mache. Bergbar Frühling. Nee, ich hatte Frühling mitten drin gehabt. Ach, nicht stimmt. Das war ja gar nicht Frühling zum... Ah, okay. Aber das zum... Ja, mag vielleicht sein. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwammig auf jeden Fall. Das war schwammig. Ist ja wurscht, die haben ja alles mit Bravour gemeistert nach nur 50 Versuchen oder so. Ja, ja, schon klar, Kurin. Das habe ich mir nicht anders gedacht. Oh, hallo. Eine Linie voller Omen, wie immer. Line of Defense. Not the great defense, but... Au, au, au. Hui, war das knapp. Ich hoffe, jetzt kommt gleich ein Port Orb. Sieht aber nicht her, ich laufe zurück. Nee, nee, jetzt sterbe ich bloß wieder. Hab keinen Bock, mich jetzt normal zu heilen. Das lohnt sich einfach nicht. Laufe ich lieber zurück und gehe eine Runde ins Bettchen. Oh, warte, da ist Story. Dann wiederum. Dann wiederum. Dann doppelt wiederum. Wenn das ein Story-Kampf ist, dann ist das die Leute da. Die wird es doch einen Kampf geben. Nee, komm. Ach, am Morgen. Ich will dann ausgeruht herkommen. Ich bin ja jetzt schon angeschlagen ohne Ende. Das muss ja nicht sein. Das habe ich aber alles soweit gemacht hier, ne? Oh, fett zu schon. Ab nach Hause. Ja! Ich habe nicht viel mitgenommen, oder? Doch, ein bisschen was. Okay. Oh, ich habe hier einen Auftragspunkt, sehe ich gerade. Sehr schön.
sehr, sehr schön. Da freut sich die... Uppala, was ist nun passiert? Da freut sich die Firma jedenfalls. Schattenläufer. Oh, aber auch bloß das da. Es ist im Prinzip bloß... Also noch höhere Crit-Chance im Prinzip. Ah, ich will das hier haben, weil... Neuer Skill und so. Finde ich irgendwie more intriguing. Wenn man die deutsche Wörter nicht parat hat, wäre das schrecklich. Ich kann auch eigentlich meinen Sprinter zweischwang wohin stellen. Ich meine, ich habe ihn ja jetzt schon mal. Ja, ja. Hätte, könnte eigentlich tun. Das macht eine Philosoph-Google. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich meine, ich weiß zumindest, was die hier machen könnten. Mach einfach Schaden halt, ne? Feuerschaden, Luftschaden und so weiter. Aber Philosophen-Kugel? Kein Plan. Absolut nicht. Ach, guck mal hier. Sehr schön. Und... Ach doch, hier. Wollte ich sagen, das war's schon, nein, war's noch nicht. Wird also nichts mehr werden in dieser Jahreszeit, ha? Warte mal kurz. Ernte-Prinzessinnen-Kist. Wo ist denn das da? Oh, oh. Das ist erst das dritte und ich brauche 5 davon. Okay, das ist noch lange nicht geschafft. Auch wenn ich jetzt noch sagen würde, ich pflanze noch 2 Bäume an vielleicht. Dürfte es trotzdem besser werden jetzt hier. Das würde echt sehr knapp, schätze ich. Na ja, gut. Da müssen wir noch ein Jahrchen drauf warten. Dumme Sache, das. Sehr schön, Kurin. Du machst das schon. Ton und so. Warme Kürbissuppe. Lete Spezialdinner. Oh, warte. Oh, warte. Lete. Ja. Lete Spezialdinner. Das brauchen wir. Geil. Lass knacken. Yeah. Auch viele Zutaten. Das ist kein schönes Gericht für öfter mal machen. Oh, sieht so ekelhaft aus. Spezial ekelhaft. Aber ich meine, 5000 Leben halten mich das. Das ist mehr, als ich aktuell habe. Physische Verteidigung hoch, magische Angriff hoch. Boah. Ist schon geil, aber es hat auch wirklich fies viele Zutaten. Vor allem der Kürbis ist richtig frech, weil der scheiße teuer ist und ewig braucht, bis er fertig wird. Aber an für sich ein schlechter Effekt, muss ich ehrlich sagen. Schuppen denn ja, dunkle Grüße. Du spielst Harvestella, Ella, Harvestella, oh Mann. Kennst du das Children of Bottom Cover von Umbrella? Ich hab's euch bloß live gemacht, war ganz lustig. Come on, my Umbrella, irgendwie sowas. Fand ich witzig. Die haben ja auch, Whoops, I Did It Again gecovert. Auch so. Britney Spears, Original drunter. Mit dem Video auch. Voll gut. Voll gut. Also richtig, also ich bin kein riesiger COB-Fan, aber das war irgendwie schon geil. Das hat Spaß gemacht. Was? Boops, I Did It Again. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Oh my Boops. Jedenfalls, ja, nein. Fast. Jedenfalls. Ich muss weg. Aber ich muss noch zocken, leider. Hilft nichts. So, immer noch das Zeug, weil ich im Winter kriege. Ja, ich vergesse das jedes Mal. Ich weiß das. Fleisch-Antipasto brauchte ich ja nicht, richtig? Ich gucke mal nach. Ich habe schon mal gedacht, ich brauche Fleisch-Antipasto und ich wurde schon mal enttäuscht, glaube ich. Nee. Wie gesagt, Enttäuschung. Pure Enttäuschung. Okay, ich bin jetzt in der Heierstadt gelandet. Was? Wieso das denn? Aber es rumgeschrien haben oder war das der Problem? Es gehört zum Metal dazu. Rumschreien, weißt du doch. 2 brauche ich noch. Bär-Oma, perfekt. 2 kann ich machen. Nicht mehr und nicht weniger. Käse. Reicht mir, ich bin müde und zwar wie blöd, ich gehe ins Bett. Bam! Ram, bam. Was?
ich habe kein Level geschafft. Gut, ich bin inzwischen sehr weit über den Typen da, die geben also entsprechend wenig XP. 95, ach siehst du, ja stimmt, ich wollte gerade sagen, wow, so viel Geld, aber hatten wir ja schon. Ich habe die Tag ja neu geladen, deswegen eigentlich keine Überraschung. Komm, ich habe Sternweizensamen da reingetan. Naja, was soll's. Die paar 100 Tacken kriege ich auch noch rein. Damn it. Komfort. Hat da nichts mit Komfort zu tun. Aber auch den hier habe ich immer noch im Inventar. Ne? Ich habe ihn ewig aufspannen wollen für den Boss. Aber irgendwie kam der Boss nicht, wo ich das brauchte. Ich wäre es mal ganz cool, das zu nutzen. Denke ich. Naja, gut. Muss auch nicht. Muss ja auch nicht. Bam, bam, bam. Schuppen denn ja, du wohnst doch in Berlin. Was ist eigentlich mit dir los, Pfingstsonntag? Wo es gerade eingelernt wird und ich dann denken muss. Zack, 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 zack. Neben Berlin. Ist für mich Berlin. Und du weißt der Frage aus. Hopp. Meins. Little crappies. Flup. Flup. Ah, ich liebe es. Diese gigantische Reichweite. Diese gigantische, unmenschliche, übermenschliche, mutantenartige Reichweite. Das war gerade doof, hätte jetzt noch nach vorne gehen können. Crappies Ohrwurm. Ach, du schon wieder. Du komische Ohrwürmer hast, du Katschi. Werd ich mal damit zum Arzt gehen oder so. Klingt irgendwie nicht so gesund, muss ich sagen. Klopp. Es darf gerne mal regnen im Spiel. Hab ich ein, zwei Tage lang nicht gehabt. Ich mag aber, wenn es regnet. Ich feiere sowas nicht, aber mein Trainer hat mich letzten Sonntag zum professionellen Lufttraining eingeladen. Jetzt haben wir die Woche wiederholen soll. Also werde ich den nächsten Sonntag Muskelkater aufbauen. Muskelkater aufbauen finde ich auch gut. Lauf nicht. Ich hab Lufttraining, ich wollte gerade, was heißt Lufttraining? Lauftraining. Lalala. Hat keiner gesehen, keiner gehört. Alle haben es netterweise ignoriert. So gehört sich das ja auch nicht wahr. Ja. Weg. Weg und weg. Bleckendecker, Bleckendecker, Bleckendecker. Weg. Weg und weg. Die brauchte ich noch, genau. Das kann weg. Und dit kann auch noch weg. Dit. Sparen musst du später, doch. Ich wollte jetzt öfter mal generell Saft lagern, wissen wir ja, auch wenn das jetzt nicht. 900 LP ist nicht viel, aber ich kann halt trinken ohne Ende. Ohne dass ich jetzt meinen Magen vollstopfe damit. Das ist halt in Ordnung. Passt schon. Ich habe einen Fahrradstreifen mit einem Vintage-igen Loch oder windigen Loch und Pumpe und bis der Druck stimmt. Ach, winzigen. Hm. Auch gut. Nun ja. Ha, Kurin, du bist ja auch müde, wa? Ich meine, ich bin auch irgendwie nicht ganz richtig wach, gebe ich ganz ehrlich zu an der Stelle. Ich glaube, Kokossaft war nicht so geil. Verdammt. War es der Kokossaft oder war es die Kokosmilch, die nichts einbrachte? Wir hätten das so getestet gehabt. Ach, fuck, wieso merke ich mir sowas immer nicht? Oh Mann. Ich glaube, das war bestimmt super. Super. So, war bestimmt super, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe so keine Ahnung. Ja, du könntest mir wenigstens helfen, du Katsch, statt dir so komischen Sachen reinzuschreiben. Sei mal nicht so eine Nase, ey. Was ist los mit dir? So, das nehmen wir uns noch rein. Das schnappen wir uns. Das schnappen wir uns. Dies und das und jenes. Jedenfalls hat es ja gelohnt, das weiter zu verarbeiten. Aber wie gesagt, eins von beiden war halt scheiße. Das andere war gut. Daher, naja. Ich mach doch nicht deine Arbeit am Arsch, Alter. Leg dir halt ein bisschen ins Zeug, Nukachi. Ein bisschen wenigstens. Einmal im Leben. Mensch. Was ist denn los mit dir? Ach, diese Jugend. Diese Jugend immer. Nee, 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 nee.
Wo soll meine Rente bloß herkommen? Marmeladen. Ach so, ja. Hm. Gemüsemarmelade. Lohnt es sich, Paprika da reinzutun? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war eins von diesen lohnenswerteren Dingen. Weil es nicht so viel gab. An dieser Front. Ich spiele Xenoblade. Na, immerhin. Immerhin. Lokachi, immerhin. Dann kann ich hier nicht gänzlich böse sein. Nur zu 70% vielleicht. Das ist aber okay. Spiel das Spiel. Ist ein gutes. Hab sie aufgeschrieben, das weiß ich auch nicht mehr genau. Ach so. Hm. Ich bin relativ sicher. Weiß nicht, verkaufe beides nochmal. Ich werde es ja rausfinden. Was soll der Quatsch? Beides einmal verkaufe. Und wir sehen es am nächsten Tag dann. Ich schätze mal, dass der Kokossaft besser ist, weil der hat ja auch von der Wirkung her einen besseren Effekt einfach. Was auch sehr geil wäre, denn das Ding kommt ja 8-mal raus offenbar aus so einem Teil. Das hier halt nur einmal. Oder hier ist ein... Nee, wahrscheinlich war es anderer Grund gewesen. Naja, gut. Hat jetzt alle Paprika verkauft, weil der Güte sind noch nicht so gut. Wieso habe ich jetzt noch so ein... Boah. 10 weg davon. Brauch ich aber zum Kochen mehr nicht. Fix nochmal. Ich habe jetzt noch eins übrig gehabt, einmal im Ladendingens. Oder was war das gewesen da oben? Was habe ich in meinem Ladenkochdings immer reingetan? Ah! Oh Mann! Habe ich schon erwähnt, wieso vergesse ich immer alles? Ja, wieso denn eigentlich? Ich habe doch gerade überhaupt nichts, was ich zu Marmelade machen könnte, oder? Ah, auf nach Lefiria. Guter Mann. Ich meine, klar, ich könnte jetzt Früchte sowas reinmachen, nehme ich an. Ein paar Narine. Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Konnte ich da auch Marmelade machen? Unwahrscheinlich. Ist hier oben. Achso. Traubenarme bringt ganz gut Geld. Ja, ganz gut reicht mir nicht. Volle Möhre oder gar nichts. Aber was war mit der Marmelade gewesen? Was habe ich denn da drin gehabt? War es doch die Paprika? Die habe ich jetzt verkauft. Ach, die habe ich natürlich nicht. Ist natürlich schön doof jetzt. Wenn ich jetzt noch verhökert habe, ohne es... Naja. Keine Ahnung. Wollt mir immer mal irgendwie informieren über Sachen, die ihr Geld einbringen, was zu was gemacht werden kann. Habe ich immer noch nicht wieder geschafft oder dran gedacht oder keine Ahnung was. Merke ich immer erst wieder im Spiel. Das ist total schlimm. Das ist wie mit der Arbeit. Wobei ich das da als gute Eigenschaft finde. Wenn ich von der Arbeit weg bin, ist die Arbeit raus aus dem Kopf und ich habe mir keinen einzigen Gedanken mehr zur Arbeit. Außer es war vielleicht ein dummer Tag, so was Richtung. Ja, aber so über Arbeit nachdenken, was kann ich so und so machen auf Arbeit am nächsten Tag, was kann ich hier und da besser machen, tue ich nicht. Da bin ich raus tatsächlich. Da ist der Kopf dann frei, was ich sehr gut finde. Und schalte dann quasi komplett ab. Das ist bei Spielen offenbar ähnlich. Hier aber nicht ganz so sinnvoll. Aus meiner Sicht. Naja, gut. Machen wir wie immer das Beste draus. Ja, das ist gut, wie gesagt. Wir arbeiten, ist gut. Aber das hier beim Spiel passiert, ist halt ungünstig. Ach, Chaos. Ich habe gerade Stress. Auf Arbeit jetzt, oder was? Tja, habe ich ja vorhin deinen Kommentar schon so halbwegs entnehmen können. Chaosbereiniger, wo war denn der? Verdammt. Also nicht Bereiniger, sondern das Zubereinigende. So. Ja. Was ist denn ein Problem auf Arbeit? Darfst, kannst, willst du drüber reden, ist die Frage. Keine Ahnung, sowas unter Schweigepflicht. Geht auch rum. Okay, also nicht so stressig dann. Oh ja, klar geht das rum. Stress auf Arbeit, genau, jeder. Das gibt's halt einfach gelegentlich immer wieder mal. Ne? Das ist völlig typisch. Druck ist da, na gut. Das ist ulkig. Ich meine, Druck ist da. Ich meine, du bist ja noch nicht so lange drin. Schon gibt's da Druck, ja. Hat man nicht sowas wie einen Welpenschutz bei dir? Ich meine, gut, ob sowas wirklich gibt, weiß ich nicht in der Arbeitswelt, aber. Ich weiß, wenn wir uns ja neu anfangen, dann haben sie noch so ein. Naja.
Kommt nur an, wie sie anfangen, wann sie anfangen, was gerade anliegt und so weiter. Aber, oh, guck mal da. Übersehen gehabt. Aber prinzipiell geht man die ja nicht ganz so wenig zaghaft an. Wenn man das so sagen kann. Nachbesetzung für eine schwere Stelle, weil die Kollegin gekündigt hat. Ah, bestimmt, weil die Arbeitsbedingungen scheiße waren. Ja, ja. Tja. Aber das ist das, wo du meinst, dass du diese zig Bewerber da rausschmeißen musstest? Ah ja, alles klar. Das dazu. 26 Bewerbungen, davon 2 und nur brauchbar. Verstehe. Dann war das wohl das, ja. Ja, ist doch geil. Warum ist das so ulkig und so bizarr irgendwie? Du warst selber noch, bist vor kurzem in Vorstellungsgesprächen gewesen und bist jetzt eingestellt und zack, bist du der selbst Vorstellungsgespräche hält irgendwie. Das ist, finde ich irgendwie total bizarr, die Vorstellung. Ist doch merkwürdig. Da kommt der kleine Noob, das fand ich nicht böse, aber ist halt so, du bist halt nur ein Steiger und sagt dann, ey, du und du, ist nicht. Finde ich total merkwürdig irgendwie. Weil aus meiner Sicht muss ich doch der Neue erst mal selbst beweisen, bevor er sowas überhaupt machen sollte, dürfte oder sich das rausnehmen könnte. So wäre meine Einstellung jedenfalls persönlich. Wie gesagt, ohne das Böse zu meinen, aber das klingt für mich aber plausibel. Dass es anders läuft, finde ich ganz, ganz ulkig. Nee. Das 12 Gespräche geführt, meine Güte. Wichtige Person an Okachi. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich muss mal stabilieren nebenbei, komm.